In der Ukraine hat die Polizei zwei Männer festgenommen, die beschuldigt werden, die Journalistin Tatjana Tschernowol gestoppt und brutal zusammengeschlagen zu haben. Eine Sicherheitskamera im Auto filmt, wie ein Porsche Cayenne das Auto der Journalistin mutwillig zum Stehenbleiben zwingt. In dem Porsche offenbar die beiden Festgenommenen sowie ein dritter Mann, der nun zur Fahndung ausgeschrieben ist. Was folgt, ist eine brutale Misshandlung, die Tschernowol ins Krankenhaus bringt. Zwar zieht die Polizei offiziell mehrere Motive in Betracht, doch die 34-Jährige ist in der Ukraine als investigative Reporterin bekannt, die regelmäßig die Rechtschaffenheit führender Politiker in Zweifel zieht, unter anderem mit Bildern, die sie von deren Besitztümern macht. Diese sollen das Anwesen des Innenministers Vitali Sacharchenko zeigen. Auf ihrem Blog fügte die Journalistin den Kommentar, hier lebt ein Henker hinzu. Und Präsident Viktor Janukowitsch nennt offenbar einen Golfplatz sowie ein Hausboot sein eigen. Tschernowol hatte mehrere Tage bei den Protesten auf dem Maidan verbracht und war gerade auf dem Rückweg zu ihrer Familie, als sie zusammengeschlagen wurde.